Hier kommt der Sternstundenimpuls für Januar 2024. Wow, oder? Ich wünsche dir jetzt erstmal ein frohes, glückliches und gesegnetes neues Jahr. Möge der Segen und Goldsterne auf deinem Weg sein und mögest du immer begleitet sein aus der geistigen Welt und ja, stets die für dich richtige Entscheidung treffen. Du hörst Herzkanal Spirit, deine Reise vom Kopf zum Herzen. Ich bin Alexandra Wallhorn und hier geht es um transformierende, bodenständige Spiritualität für dich, dein Leben, deine mentale Gesundheit, deine Selbstermächtigung und dein Business. Lass uns gemeinsam strahlen und jetzt geht's los. Es gibt so kleine Änderungen im Podcast. Und zwar hast du ja bisher vielleicht mitbekommen, dass die Sternstundenimpulse sehr ausführlich hier waren. Und wir haben dich ein paar Mal reinhören lassen in die Sternstundenimpulse, so wie sie in unserem Produkt Dein kosmischer Kompass auch rausgehen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich trenne das so ein bisschen. Also ich mache den Podcast Sternstundenimpuls jetzt anders. Und in unserem Produkt Dein kosmischer Kompass wird er wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver auch werden, weil sich auch da in dem Produkt einiges verändert hat. Also, der Sternstundenimpuls für Januar 2024. Und vielleicht kann das ein Wegweiser sein für Heilung und Persönlichkeitsentwicklung und dass du Entscheidungen treffen kannst. Natürlich mache ich alles mit Blick auf die Sterne und das Jahr 2024 hält sehr, sehr vieles für dich bereit und das will ich hier im Januar auch ein bisschen mit dir auseinandernehmen, auch aus astrologischer Sicht, aus Sicht der geistigen Welt und damit du so ein bisschen dein Jahr planen kannst. Und natürlich konzentriere ich mich hier besonders auf die Themen Heilung und Persönlichkeitsentwicklung und Business. Und ja, was und welche Energien können dich da unterstützen? Und was wird wichtig sein? Also, es kommt für viele, viele Menschen eine wirklich sehr tiefgreifende Veränderung und Transformation. Das ist wirklich ein Jahr und hiermit fang ein Jahr, das mit J-A-H-R, aber ein Jahr zu dir selbst. Das wird ein Jahr sein, wo du viele alte Muster durchbrechen kannst und wo es wirklich um echte Heilung in einer ganz, ganz tiefen Ebene geht. Du kannst hier viele Erfahrungen machen. Es geht sehr intensiv um Auflösungsarbeit und dass du dich ausdehnst, dass du dein Licht ausdehnst, dass du wächst, dass du das Wachstum auch in emotionale und spirituelle Angelegenheiten kommt. Und es ist ein ganz, ganz günstiger Zeitpunkt jetzt im Januar für dich. Also wenn du das jetzt hörst, haben wir den 1. Januar und du hast gestern Abend gefeiert. Das ist total gut. Du hast vielleicht Vorsätze dir genommen. Na, einige sind noch mitten in den Rauhnächten drin, auch ich. Und das ist ein ganz günstiger Zeitpunkt, um sich auf die innere Heilung und die Entwicklung von ja, Mitgefühl, Wachstum, Empathie zu konzentrieren. Und das auch das ganze Jahr. Es gibt einige Konstellationen im astrologischen Sinne, wo es darum geht, dass du deine Werte und deinen Umgang mit materiellen Ressourcen überdenken musst. Und es geht vor allen Dingen auch um die Suche nach echter Sicherheit und Stabilität, also finanziell und auch emotional.
Und es geht nicht darum, dass du aus Angst nichts investieren sollst. Ganz im Gegenteil. Also, damit du Sicherheit bekommst, musst du teilweise investieren, damit du auch diese innere Stabilität bekommst. Und das hängt halt sehr dicht miteinander, beieinander, auch mit deinem Ego, was dir oft einredet und dir Angst macht. Aber das Jahr bietet dir so viele Gelegenheit und jetzt im Januar auch, dass du so intensiv über dein Jetzt, wie willst du sein und wer willst du sein, nachdenken und nachfühlen kannst. Das ist schon krass und das ist auch eine krasse Energie. Und wir haben ja das Produkt Dein kosmischer Kompass, wo jeden Morgen wirklich frisch von mir kosmische Tipps reingehen, wo die Möglichkeit für dich besteht, dass du ja jeden Tag wirklich auch gut reflektieren kannst und wo du nachdenken kannst über dich. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass zum Beispiel das eine ganz besondere Stellung bekommen darf in dir, in deinem Leben, wo du gut angeleitet wirst, in die Tiefe zu gehen, und zwar in deine Tiefe, wo du schauen kannst, hey, worum geht's denn? Wie ist das denn überhaupt bei mir? Und das ist ja Bewusstseinsarbeit und das ist ja Bewusstseinstraining. Das heißt, im Jahr 2024 und Beginn mit Januar 2024 darfst du dir also vornehmen, ja, dein Bewusstsein wachsen zu lassen, dein Bewusstsein zu weiten, deine ja Wünsche sich ausdehnen zu lassen, deine Vision Wahrheit werden zu lassen. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Entscheidungen stehen im Fokus 2024. Also einmal, was ich jetzt schon gesagt habe, die Selbstreflexion und Transformation überhaupt. Und wir haben sehr energiegeladene Konstellationen, die dich einfach auffordern, hey, geh tief in die Selbstreflexion, tauche ein und transformiere in deinem Leben, und zwar in allen Bereichen. Dann haben wir eine Konstellation, hier winkt dir Jupiter zu. Da geht es um emotionale und spirituelle Entwicklung auch und es geht um Wachstum in emotionalen und spirituellen Bereichen. Und das wird ein Jahr, wo es wirklich sehr, das wirst du wahrscheinlich auch sehen in Social Media, das kann ein Jahr werden, wo es um Meditation, um spirituelle Praktiken geht und um Achtsamkeit geht. Und unser Produkt, Dein kosmischer Kompass, da wirst du all das erleben in der Tiefe, wo du mit dir selber arbeitest, aber dennoch abgeholt wirst auch. Dann geht es nochmal darum, dass du, und da winkt uns Uranus zu, dass es um eine Neubewertung geht von Werten und Ressourcen. Das heißt, dass kann bedeuten, ja, dass Uranus in der Konstellation im Stier dich auffordert, dass du über deine Beziehungen und über deine Beziehungen auch zu materiellen Dingen und zu deinen Werten nachdenkst. Und das kann natürlich bedeuten, dass du dich mehr auf Nachhaltigkeit konzentrierst oder dass du lernst, materielle Wünsche in Einklang mit den wahren Bedürfnissen deines Herzens zu bringen. Also Herzöffnung, Herzheilung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das erfährst du natürlich bei mir in Herzkanal. Und 2024 geht's um tiefe Heilung, Persönlichkeitsentwicklung und die kosmischen Energien laden quasi dazu ein, dass du dein Leben
auf transformative Weise neu gestalten kannst. Also sei offen für Veränderungen, bleib offen für Veränderungen und ja, nutze die kosmischen Strömungen, die kosmischen Energien, um auch deine Ziele zu erreichen. Ich wünsche dir jetzt zum Jahresbeginn eine krass geile Energie, dass du deinen Lebensplan für 2024 noch gut schreiben kannst, wenn du in den Rauhnächten bist. Wir machen das im Rauhnachtskurs auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich, wenn du ins Herzkanal Universum kommst und wenn ich dich unterstützen kann, lass mich das gerne wissen. Du kannst mir auch eine PN auf Instagram schreiben unter Herzkanal_Spirit und dann gehen wir in Kontakt, in Verbindung miteinander und ich schaue, was ich tun kann für dich. Ich sage jetzt, hey, einen coolen Start ins neue Jahr. Ich freue mich auf 2024. Lass uns gemeinsam strahlen. Love and Lux, LUGS, deine Alexandra. Tschüss! Du hast gerade die kurze Version meines Sternstundenimpulses in der Monatsvorschau gehört. Und einen tieferen Einblick mit noch mehr Details zum aktuellen Monat erhältst du in unserem Produkt Dein kosmischer Kompass. Und dein kosmischer Kompass ist dein umfangreicher Werkzeugkasten, um zu deiner wahren Größe zu gelangen, Erfolg zu haben und Glück zu fühlen. Es erwarten dich exklusive Inhalte wie die täglichen kosmischen Tipps, eine wachsende Mediathek mit Impulsen, Meditationen und immer neuen und inspirierenden Themen wie kleine Seminare und vieles, vieles mehr. Vielleicht spürst du ja, dass da noch etwas Größeres in dir ist, was ans Licht will. Werde jetzt ein Teil unserer besonderen Herzkanal-Community. Den Link zum kosmischen Kompass findest du in den Shownotes. Wir empfangen dich mit offenem Herzen. Wir freuen uns auf dich. Wir empfangen dich mit wachem Geist und viel Erfahrung. Lass uns gemeinsam strahlen. Deine Alexandra.